Auf die Plätze, fertig, Turbo. Ah ja. Ja gut, dann Turbo noch, oder? Noch ein bisschen hier zu guter Letzt heute, würde ich mal sagen. Ja, das passt dann schon. Gewinne das Rennen. Hallo Rune, Hallöchen, na, wie geht's? Willkommen bei Toy Story Racer. Oh oh. Was war denn das denn für eine Scheiße? Man merkt, ey, wie die dir am Arsch kleben, gell? Das ist so krass. Ist nicht ohne. Ich hab ich. So. Alter, diese scheiß Figur. Ich weiß auch nicht, was das ist. Ist es Buzz Lightyear oder ist es Zurg? Ich erkenn's nicht gescheit. Lol, Alter, wie die am Arsch pappen. Krass. Aber ich glaube, es ist Buzz. Dritter? Wow! Das war's schon? Okay, jetzt wird's halt echt schwer langsam. Auf jeden Fall. Wait, what? Ich muss es nochmal machen. Oh Mann. Oh Mann. Oh nee, jetzt wird's hässlich. Jetzt wird's halt einfach hässlich. Ja, was ist denn jetzt passiert? Oh nein. Ja, ein Turbo ist genau das, was ich jetzt brauche. Ein Turbo für Turbo. Boah, wie ich echt immer die Turbo jetzt verpasst, die Turbo-Batterien. Boah, scheiße, ich muss viel mehr innen fahren. Ei, ja, oder ich fahre gegen Wände. Ich glaube, der Boden ist ja wirklich rutschiger, gell? Ich habe die ganze Zeit überlegt, ist das so? Aber ich glaube, das ist einfach auch noch so. Wobei die Autos selber echt auch sehr ausschlagen. Weiß nicht, ob es wirklich so ist, aber ich denke schon. Und auch die Batterie habe ich verpasst. Geil. Aber naja, ich meine, ne? Hier, Diddy Kong Racing. Das ist auch voll schwer später. Boah, scheiße, ich werde immer schlechter einfach. Letzte Runde, ja, Glückwunsch, Alter, echt. Wie soll ich das noch schaffen? Nee, Alter, ich drifte so ab. Okay, perfekt. Ich muss schon mal so toben. Ich brauche den Turbo. Let's fetz! Ja! Ja! Holy shit! Das war knapp. Das war wirklich knapp. Ich liebe Diddy Kong Racing. Ich auch, aber es ist schon schwer. Hab's damals auf dem Nintendo DS auch voll gesucht. Da habe ich es voll durchgespielt. Rennen in Gegenrichtung. Oh, das erste, ja, Rennen, was einfach andersrum ist. Boah, krass. Es zieht echt jetzt schon ziemlich an. Gewinnen das Rennen? Ja, weiß ich nicht, Digga. Genau dieselbe Map andersrum, ne? Scheiße, Mann. Weiß ich gar nicht, wie ich fahren muss. Direkt gespiegelt. Miese Sache. Aber hier erwische ich die Turbobatterien besser. Ha. Oh mein Gott, selbst unten ist es andersrum. Das ist ja mega lustig. Wir fahren alle rückwärts. So. Okay. Hä, ich kann die rückwärts ja viel besser. Was ist jetzt los? Okay.
Okay. Das klappt ja viel besser. Das müsste ich mir halt jetzt eigentlich einfach nur andersrum merken. Aber irgendwie... Baby ist einfach andersrum, andersrum, einfach anders als andersrum. Versteht ihr, wie ich meine? Hä? Hey, man erreicht die viel besser, die Batterien. Hm. Krass. Nice. Na, das war einfach. Nico und ich hatten damals zu Weihnachten alle einen DS Lite bekommen, alle in weiß, und jeder hatte Diddy Kong Racing, beste Geschwisterzeit meines Lebens. Ach, wie schön. Ach, das klingt toll. Das klingt cool. Ja, wenn man das dann so zusammenzockt, auf jeden Fall. Voll schön. Ja, Diddy Kong Racing war echt cool. Aber gerade auf dem DS, auch gar nicht mal so simpel. Da wurde es ja auch erweitert. Aber ich bin jetzt gar nicht mehr sicher, ob es auf dem DS sogar schwerer war als auf dem N64. Aber es ist grundsätzlich schwer. Aber auf dem DS hat es ein bisschen mehr Level. Es wurde ein bisschen erweitert. Ja, es ist so cool. Diddy Kong Racing ist super. Okay, dann jetzt noch Kaufrausch. Und dann noch Pizza Turbo. Ne? Sammelrennen? Oh, gewinne das Rennen. Oh, Scheiße. Das klingt ja wieder gar nicht gut, was ich da lese. Ah, gute, gute Besserung auf jeden Fall trotzdem. Und, oh, oh, yeah. Oh, was ist denn da nur los? Was machst du denn? Mal sehen. Ich hätte fast gesagt, ja gut, Rennen gewinnen einfach, gell? Aber die kleben die so am Hintern jetzt. Das ist so eine Gummiband-KI einfach. So einfach wird das nicht. 5 Runden, willst du mich verarschen? Aber ich glaube, wir haben... Nee, wir haben nicht alle Maps gesehen. Das Kino fehlt eben noch. Aber ich glaube, dann haben wir alle gesehen. Ich glaube, wir kennen dann alle Maps. Nur die Varianten auch noch nicht. Also von wegen die Skateboard-Map. Skateboard-Map gibt es ja in quasi geschlossene Arena und so. Also so ein bisschen, ja, ein paar Varianten gibt es noch. Aber ich glaube, so Locations an sich sonst haben wir fast alle gesehen, außer Kino. Oh lol, erwischt. Oi. So. Ui, ja. Jetzt mich doch, schreibe allem hier. Ja, echt so. Was ist da nur passiert? Willst du das und das? Ja, hier. Das muss voll so nicht sein, eigentlich, weißt du jetzt. Das muss voll so nicht sein. Kannst du auch mal was einfach nicht nehmen? Bekommen? Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Was ist denn da nur passiert? Ich liege aber recht gut vorne gerade. Dritter, vierter, wie das? Wollt ihr mich verarschen? Ihr seid nicht vor mir. Hä? Okay, krass. Danke fürs Anstoßen. Ey! Fuck. Nein, ich baue Bockmist. Scheiße. Igit. Igor. Yes, yes, yes. Okay, krass. Okay, fortsetzen. Oh je, oh je, oh je. Ah, mies. Ja, das ist immer so mies, wenn so Sachen vererbt werden quasi, ne? Wenn es so in der Familie liegt, wenn es dann so in deinen Genen einfach verankert ist schon. Das ist so frech einfach. Voll die Scheißsache. Mein Arzt meinte auch, dass es jetzt mal reicht. Ja, so allmählich hat er ja auch recht, ne? Sammle alle Clowns? Okay, das ist mir jetzt wirklich neu.
Ich kenne auch nicht dieses Clown-Icon. Was ist das denn? Wie auf Zeit? Ach nee, und Tankstelle haben wir noch nicht gesehen. Stimmt ja. Tanke und Kino fehlt noch. Okay, also das sagt mir wirklich gar nichts. Auch dieses Squeak-Geräusch. Hey, kenne ich nicht den Modus. Lustig. Aber wie gesagt, ich habe es ja selber als Kind nie besessen. Ich hatte ja nie... Also, ich hatte eine PS1 als Kind, aber nie lange besessen. Also nicht lange besessen und nie Spiele gekauft, so rum. Ich hatte immer nur eine Demo-Disc für meine PS1 und das war's. Und irgendwann habe ich sie dann hergetauscht gegen irgendwas oder so. Oder her... Ja, habe ich sie hergetauscht oder verkauft? Ich glaube, ich habe sie getauscht gegen irgendwas. Weiß aber nicht mehr. Fuck, mir fehlt noch ein Clown. Deswegen, ich kenne zwar eigentlich sonst so ziemlich alles von Toy Story Racer, aber das jetzt echt nicht. Wo ist der letzte Clown? Okay, das ist frech. Was ist das für ein Modus? Oh, der ist witzig. Der ist witzig. Ah, da kann man Treppen hochfahren, sehe ich, hinter mir. Okay, erstmal hier die da unten. Oh, eine Minute Zeit auch nur. Voll lustig eigentlich. Okay, pass auf, ich fahr jetzt da mal hoch. Ja, er ist in der Rakete, glaube ich, gell? Nein! Super lustig! Das Geräusch vor allem! So gut! Okay. Nee, den Turbo nehme ich jetzt mal nicht, weil ich muss ja da auch rein. So. Dann müsste der nur noch da... Verdammt, hier kann man nicht durch. Boah, das weiß doch niemand. Oh, das ist scheiße jetzt. Oh, ich dachte, geil, kann ich so abkürzen, oder? Oh, fuck, das kann doch keiner wissen. Oh, das kann doch niemand wissen. Oh, das ist böse. Na gut. Diese scheiß XXL-Alpha-Wände von alten Spielen noch. Scheiße. Aber... Na, leck mich doch. Ich habe keine Zeit für sowas. Kackclown. So, ich fahre dann da längs. Also ich hole jetzt erstmal die, die hier unten sind, einfach. Genau. 3 von 5. Dann ist da hinten der andere. Oder beziehungsweise, das ist ja unten. Unten, hinten. Hinten, unten. Da. Kannst du umdrehen, dich. So, und jetzt oben. Genau, müsste ich eigentlich nur hier zurück. Aha, was ist das? Und da hoch. I guess. Hier so. Und jetzt nur noch. Willst du mich verarschen? Was ist denn das jetzt? So knapp, richtig rotzfrech. Alter, wie schnell musst du das machen? Was ich mag, Clowns einfach nicht. Das ist ja dann genau das richtige Level für dich, oder? Scheiße, echt. Boah, das ist frech. Du darfst halt einfach auch gar keinen Fehler bauen jetzt hier. So, du musst die ja einfach instant sammeln, ohne wirklich stehen bleiben zu dürfen. Oder ich drehe direkt hier jetzt um. Das ist vielleicht schneller. Hier. Hier. 18 Sekunden. Ich muss trotzdem die scheiß Treppe hoch. Na, ohne Turbo. Aber das ist näher. Das ist tatsächlich näher, yes. Ah, okay. Krass, krass. Aber auch knackig. Aber cool. Coole Idee. Mhm. So. 20 Soldaten haben wir. Wir kommen aber relativ gut voran. Geht. Ich muss morgen jetzt ins MRT, bin gespannt, weil meine Schmerzen für einen angerissenen Knorpel zu stark sind. Bin gespannt. Aber Ivo ist mein bester Freund. Oh je. Ah, gute Besserung, echt. Oh nein. Oh, bitte. Das reicht doch jetzt einfach, oder?
kannst du jetzt für den Rest des Lebens auch einfach nichts mehr bekommen. Wie wäre das? Oh je, oh je. Ach, scheiße. Echt. So, zurück. Und zurück. Man muss es positiv sehen. Ich muss nicht arbeiten. Ja, gut. Ja, alles positiv sehen. Hast du recht. Ja, ist doch eigentlich auch... Ja, passt, glaube ich. Na gut. Speichern. Überschreiben. Kannst du nicht zocken, aber lesen. Ohne Ende. Das tut so gut. Oh ja, glaube ich. Das ist bestimmt toll. Ja, dann würde ich sagen, 20 Soldaten soll reichen. Zurück kann ich von hier aus nicht. Es gibt kein Zurück. Dementsprechend, ich würde sagen, ich würde mich für heute schon mal verabschieden. Das war's für den ersten Stream von Toy Story Racer. Ja, richtig. Hier scheint es kein intelligentes Leben zu geben. Und mit diesen Worten verabschieden wir uns. Bis zum nächsten Mal bei Toy Story Racer. Tschüss.